Nintendo. All rights reserved by Nintendo. Ja, und damit willkommen zu einem neuen Projekt New Super Mario Bros. DS. Oder New Super Mario Bros. Heißt es einfach nur. Aber gemeint ist natürlich der DS-Teil. Die anderen heißen ja auch alle New Super Mario Bros. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Willkommen zu einem neuen Projekt. Ich habe richtig Bock mal wieder auf ein neues Projekt. Schön, dass das hier alles geklappt hat. Mit den ganzen Sachen, mit Aufnehmen und so weiter. Ihr wisst es, einstellen, alles. Ist manchmal ein bisschen komisch bei mir. Aber egal. Das reicht, glaube ich, erstmal fürs Gelaber. Lasst uns erst ein bisschen zocken und alles Weitere kann ich ja dann währenddessen erzählen. Ja, aber eins vorab. Man sieht es hier vielleicht schon. Die Character Model, beziehungsweise die 3D Model, habe ich ein bisschen nachbessern lassen vom Programm. Weil ich finde, die sind dann doch schon sehr pixelig. Wenn man nichts dran verarbeitet, überarbeitet, dann sind die sehr pixelig, gerade auch Mario, beim Zocken sieht man das dann. Ich denke, ich kann nochmal einen Vergleich einblenden. Seht ihr dann wahrscheinlich jetzt, wenn ich dran denke. Und ja, man sieht auf jeden Fall, er ist sehr pixelig, ne? Und klar, man hätte dann natürlich sagen können, yo, die 3D-Model können noch ein bisschen schärfer gemacht werden, aber das Ding ist, warum ich den jetzt nicht eingesammelt habe in den Riesenpilz, komme ich auch gleich zu. Das Ding ist, das sieht dann einfach komisch aus. Wisst ihr? Das ist dann einfach, die 3D-Model sind dann viel zu scharf, sehen dann richtig geil aus. Aber alles andere sieht halt kacke aus. Es sieht dann einfach nur komisch aus. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden, habe mir gedacht, yo, lass das ein bisschen nachbessern. Kann man so ein bisschen vergleichen wie einen Texture Pack bei Minecraft. Wenn man mit Mod spielt, sieht es halt kacke aus, wenn das Texture Pack viel zu anders ist. Wenn man so ein Light Texture Pack nimmt, was auch noch so ein bisschen pixeliger ist, sieht es dann noch gut aus. So. Und den Riesenpilz habe ich aus dem Grund nicht eingesammelt, weil wir sonst diesen Bonusbereich übersprungen hätten, weil man macht logischerweise alle Blöcke kaputt. Ja, und dazu wäre dann auch diese Ranke gekommen, dieser Block, in der die Ranke gewesen ist, wäre dann auch zerstört worden. Ebenso wie diese Röhre. Also klar, ich hätte natürlich auch aufpassen können, dass ich hier die ganzen Sachen nicht kaputt mache. Das war mir jetzt irgendwie, ein bisschen zu blöd. Deswegen habe ich es sein gelassen. Ich denke, wir werden nochmal... Oh shit. ich denke, wir werden nochmal die Möglichkeit bekommen, dass ich den zeigen kann. Den Riesenpilz. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Muss man ja nicht drin haben, ne? So. Und zu Anfang werde ich jetzt auch noch hier beide Screens, also den oberen und unteren Screen, werde ich noch eingeblendet lassen. Ich weiß zwar noch nicht genau, wie ich das machen werde. Wahrscheinlich werde ich dann irgendwie so einen Rahmen machen, der im Stil New Super Mario Bros. Ist und dann da irgendwie das obere Fenster in der Mitte, damit man schön alles größer sieht. Und den unteren Screen werde ich dann irgendwie in den Rahmen mit reinmachen. Weiß ich noch nicht. Ich habe mir noch nicht wirklich Gedanken darüber gemacht. Ich muss auch mal schauen, wie das andere gelöst haben. Und werde mir dann einfach das Beste da raussuchen. Soll ja auch gut aussehen. Man will ja nicht einfach so, yo, beide Screens nebeneinander klatschen und das war's dann. Sondern man möchte natürlich auch, ich dachte gerade, ich brauche den Koopa-Panzer, deswegen wollte ich den nicht abballern.
Ja, man will natürlich auch, dass es gut aussieht und deswegen möchte ich die nicht einfach nebeneinander klatschen. Könnte man zwar auch, wäre zweckmäßig, man würde alle sehen, klar. Aber es wird wahrscheinlich einfach kacke aussehen. Deswegen schaue ich einfach, mach das vernünftig und suche mir da, wie gesagt, dann einfach das Beste raus. Und klar, wenn sowas hier ist, werde ich natürlich auch die Screens wechseln. Ist klar. So, und hier unten gibt es, glaube ich, soweit ich weiß, gibt es da einen Bonusbereich. Den schauen wir uns natürlich auch noch an. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, was da drinne ist. Ich weiß nur noch, dass es diesen Bereich gibt. Aber ich glaube, es war kein Secret Exit. Es waren keine Star Coins. Ah, es ist einfach nur ein reiner Bonusbereich. Mit einem Riesenpilz? Ja, Mann, das ist geil. Das ist geil. So konnte ich den zwar eben nicht zeigen. Aber jetzt. Jetzt geht's. Jetzt kann ich dir mal zeigen, was dann passiert. Ach so, und natürlich hier. Ach so, die kann man nicht reindrücken. Oh. Ich hatte das noch so in Erinnerung, dass man die Röhre reindrücken kann und dass unten dann nochmal Blöcke sind, die man betätigen kann. Also unsichtbare Blöcke. Aber, nö, anscheinend nicht. Naja, was soll's. Ja, man kann diesen Riesenpilz dazu benutzen, um eben Leben zu bekommen. Hat man jetzt gesehen. Das hätte ich also gar nicht erklären brauchen, aber ich wollte es trotzdem nochmal sagen. Oben erscheint dann, je mehr man kaputt macht. Erscheint dann eine Leiste. Und wenn man dann eben genügend Sachen kaputt macht. Wow. Ich denke an alles. Alles auszumachen. Nur WhatsApp-Web nicht, oder was? Sorry, Leute. Ich mach das einfach mal eben aus. Ja, keine Ahnung. Sorry. Ja, wie gesagt, je mehr man kaputt macht, je mehr Gegner man besiegt, desto mehr Leben bekommt man eben auch. Also desto mehr erfüllt sich die Leiste und dann bekommt man, je nach Abschnitt, bekommt man dann ein Leben dazu. Ein Abschnitt gibt ein Leben, zwei Abschnitte zwei Leben. Ich glaube, das geht bis zu fünf Leben hoch oder sechs. Bin mir jetzt nicht sicher. Aber ja, könnt ihr ja nochmal zurückspulen, um euch das anzuschauen. Und dann wisst ihr auf jeden Fall, was ich meine. So, und jetzt gehen wir auf jeden Fall nochmal rein. Ich möchte nicht unbedingt noch den normalen Exit aktivieren. Ist klar. Gut. Ach ja, New Super Mario Bros. Richtig geil. Die meisten werden wahrscheinlich nicht den Hintergrund dazu kennen, zumindest nicht die Leute, die mich halt nicht persönlich kennen, weil woher auch, habe ich noch nie erzählt und so weiter. New Super Mario Bros. Für den DS war mein zweites Mario Game nach Super Mario 64 für den DS. Und da wäre fast der erste Tod gekommen. Keine Ahnung, wie das passieren, also fast hätte passieren können. Wie auch immer. Ja, das war mein zweites Mario-Game nach Super Mario 64 für den DS. Und ich habe das so durchgesuchtet als Kiddy. Also hab mir echt die Zeit für das Game genommen, hab die Level mehrere Male gespielt, hab da die ganzen Exits betätigt, hab alle Sternmünzen gesammelt, hab's auch mehrmals durchgespielt. Geil. War schon geil. Nur ich glaube, ich habe als Kiddy nicht gerafft bekommen, wie man alle Sterne bekommt. Ich glaube, ich hatte zwei immer, weil ich es einfach durchgespielt habe mit allen, ja, mit allen Exits, mit allen Sternmünzen. Aber ich glaube, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, ich glaube, man muss alle Kanonen benutzen. Hier, vielleicht sieht man es schon. Einen Moment. Da, hier. Die Kanonen muss man benutzen. Die Warp-Kanonen.
Und ich glaube auch alle Pilzhäuser, da bin ich mir jetzt nicht, da bin ich mir jetzt echt nicht sicher. Aber nun Leben. Also ich bin hier nochmal reingegangen, weil ich unbedingt den Panzer haben wollte. Den wollte ich einfach mal zeigen, weil das. Das war damals auch extrem geil. Ein extrem geiles Item, was mir sehr gut gefallen hat. Und jetzt bin ich echt zu blöd, ne? Jetzt bin ich echt zu blöd. Ja, das war damals auch ein sehr geiles Item, was mir sehr gut gefallen hat. Was ich als Kiddy so krass gerne benutzt habe. Einfach nochmal, um die Level durchzuzocken. Mit dem Panzer. Und zu schauen, yo, gibt es vielleicht irgendein Level, durch den man komplett durchsliden kann? Ich meine, ich habe es zwar den Großteil immer geschafft. Durch den Großteil des Levels. Aber zum Beispiel hier am Ziel gibt es ja immer diese Treppe. Und ich glaube, da bin ich nie hochgekommen mit dem Panzer. Ich denke, das ist zwar möglich. Aber muss man wahrscheinlich frame-perfect einfach die Sprünge timen. Da hatte ich als Kiddy nie den Nerv dafür. Also habe ich immer den Panzer genommen, bin durch die Level durchgeschlittert. Hat auch immer mega viel Spaß gemacht. Und wenn die Abschnitte so unterteilt sind, wie gerade mit der Röhre, dann geht es natürlich auch nicht. Du musst aus dem Panzer raus, um die Röhre zu benutzen. Sonst wird das nichts. So. Level 3. Oh ja. Oh ja, den Level habe ich als Kiddy geliebt und gehasst gleichzeitig. Geliebt, einfach weil es so einen neuen Style hat. So einen komplett neuen Style. Es unterscheidet sich einfach komplett von anderen. Aber ich glaube, als Kiddy fand ich den immer, keine Ahnung, ich fand diese Luftlevel irgendwie, damit habe ich immer so echt schwierige Level in Verbindung gebracht. Der hier ist nicht schwierig, aber man kennt es, wenn man etwas anderes kennt, was so ähnlich ist, dann denkt man sich natürlich so, meh, habe ich nicht so hundertprozentig Bock drauf. Ne? Also, ich habe ihn auch nicht wirklich gehasst, ich habe ihn immer noch geliebt, klar. Aber ich fand das irgendwie immer so ein bisschen komisch, so ein Level zu spielen, der so ziemlich ähnlich wie andere Level ist, die ich eigentlich eher weniger mag. Ich den aber trotzdem so hart feiern kann. Ja, wie auch immer. Keine Ahnung. Hier als Kiddy bin ich auch manchmal runtergefallen, weswegen ich dann wahrscheinlich, also dumm runtergefallen, klar. Dumm, richtig dumm runtergefallen. Weswegen ich dann auch. Oh, cool, wir haben sogar das ab. Den Level immer ein bisschen kacke fand, weil, klar, du fällst da runter, ärgerst dich dann natürlich, weil es absolut unnötig ist und, die unnötigen Fails sind natürlich auch immer die ärgerlichsten. Und wir haben ein Abhaus bekommen. Das finde ich ziemlich cool hier, das Abhaus. Hat zwar nicht wirklich was mit Skill zu tun. Absolut nicht. Es ist reines Glück. Man wird es jetzt auch sehen. Die Karten gehen da rein. Es mischt sich. Man weiß nicht, wo irgendwas ist. Aber was ich immer geil fand, wenn man alle Pilze gezogen hat. Oh, drei Pilze und Bowser. Schade. Wenn man alle Pilze gezogen hat und dann ganz am Ende diese mal zwei Karte bekommen hat. Das war immer so geil. Da habe ich mich immer so gefreut, weil. Ja, was ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das passiert, ne? So. Ich werde hier einfach das Pilzhaus noch mitmachen. Ich meine, wir haben zwar gerade etwas im Inventar, aber ich möchte nicht wirklich auf das Inventar zugreifen. Und ich möchte natürlich auch den Panzer hier zeigen. Ah, ich bin nervös. Ja, Mann, geil!
Richtig geil. Und man kann, wenn man Bock hat, hier rumzugammeln, kann man auch frühzeitig aus dem Haus rausgehen. Und dann geht das alles ein bisschen schneller. Es ist so geil, dass ich den Panzer gezogen habe. Ich feiere mich gerade dafür. Ich meine, ja klar, es ist nicht wirklich schwer. Aber in so einer Drucksituation, wo du so denkst, yo, ich hätte einfach gerne diesen Panzer, um ihn einfach mal gezeigt zu haben. Und First Try freut man sich natürlich auch immer noch mal ein bisschen mehr darüber. Deswegen, ja, wird es dann auch direkt noch mal ein bisschen schwieriger. So, und jetzt noch mal das Abhaus. Ach komm schon. Immer als zweite... Ach Mann. Nee, das ist doch kacke. Immer als zweite Karte den Bowser. Aber gut, ich brauche die Ups jetzt nicht unbedingt. Wir haben schon 17 Stück. Das Spiel ist zwar schwieriger noch, weil es einfach noch von früher ist. So, es orientierte sich noch ein bisschen mehr an den klassischen Super Mario Bros. Spielen. Weswegen das ganze Ding auch noch... Ja, es war einfach noch schwieriger, weil es da noch nicht so für die Mehrheit war. Früher war Mario einfach schwieriger als heute. Und heutzutage sind die Spiele einfach leichter geworden, weil man sich so gedacht hat, ja, wir würden gerne diese Familienschiene fahren. Spiel und Spaß für die ganze Familie und so. Kennt man. Ich denke, jeder wird wissen, was ich damit meine. Halt dieses klassische, yo, die ganze Familie kann mitzocken, Nintendo-Ding halt, ne? So. Und deswegen... ist das schon geil, wenn man hier ein paar mehr Ups sammeln kann. Sollte man dann auch immer machen. Ich denke zwar, wie gesagt, ich denke nicht, dass ich die unbedingt brauchen werde, die Ups. Also ich denke nicht, dass ich hier Game Over gehe. Das will ich damit sagen. Mann, ey. Irgendwie gerade viel zu lange, um da meinen Quark zu kommen, um das zu sagen, was ich meine. Aber ich hoffe, das bessert sich einfach noch, dass solche Situationen relativ wenig auftreten werden. Hier in diesem Let's Play. Und, ja. Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Jetzt habe ich mich schon wieder so verquatscht. Weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Genau, hier mit den Leben. 17 Leben sind schon geil. Ist hier auch schwieriger. Genau, das ist nämlich das, was ich eigentlich noch ergänzen wollte. Es ist nämlich hier noch schwieriger, die ganzen Leben zu sammeln. Ich weiß gar nicht, ob diese goldene Röhre, ob die für irgendwas da ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Moment mal. Da fällt mir ein. Ja, um das kurz abzuschließen. Es ist hier schwieriger, Ups zu sammeln, aber mit diesen Toadhäusern geht das natürlich immer echt gut. So, und genau, ich glaube, da oben ist es. Ich glaube, das habe ich nie als Kiddy gerafft, aber ich habe mal irgendwann, ja Mann, ich habe mal irgendwann ein Video dazu gesehen, wo das gezeigt wurde. Braucht ihr den Panzer? Man braucht hier den... Du willst mir jetzt erzählen, ich habe den Panzer und man braucht den hier? Viel zu geil. Okay, let's go. Let's go. Ja, ich habe das als Kiddy nie gerafft. Es kann sogar sein, dass hier ein Secret Exit ist. Ist hier echt ein Secret Exit? Ja, Mann. Holy shit. Ja, kann natürlich sein, dass ich als Kiddy den nie gefunden habe.
Deswegen ich dann auch nie die volle Sternzahl bekommen habe. Nee, ich will das jetzt. Ich will den Panzersprung jetzt schaffen. Nein! Okay, noch ein Versuch. Jetzt packt mich aber auch der Ehrgeiz, ne? Jetzt packt mich der Ehrgeiz. Und ich drück die ganze Zeit zu lang. Nein! Okay, sorry dafür, falls das irgendwie langweilt. Aber es packt mich einfach gerade der Ehrgeiz. Ich will das schaffen. Und ich krieg's irgendwie nicht hin. Ja, Mann. Let's go. Okay. Dann haben wir es auch geschafft. Ja, als Kiddy habe ich den, glaube ich, nie aktiviert. Hab dann irgendwie, glaube ich, immer gedacht, yo, die Kanone ist für Deko oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ich kann mich auf jeden Fall nicht daran erinnern, dass ich die Kanone jemals benutzt habe. Ich habe das, glaube ich, mal irgendwann in einem Video gesehen oder hab's hinterher beim nochmal privaten Durchzocken herausgefunden. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich denke, ich habe es in einem Video gesehen und ja. Gut, dass ich mich da nochmal dran erinnert habe. Man darf hier auf jeden Fall nicht dazu kommen, dass man hier aus Versehen ins Sliden gerät, weil man muss einfach nur rennen. Man muss einfach nur rennen mit dem Panzer und er geht dann instant da rein, wenn man Maximum Speed aufgebaut hat. Und deswegen muss man hier so ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht aus Versehen in den Panzer geht, obwohl man es nicht will. Konsequenz wäre dann zum Beispiel, dass man zerquetscht wird, weil man keine Kontrolle mehr über seinen Charakter hat. So, über Mario. Und ich glaube, ja, die Röhre ist anscheinend dafür da, falls man keinen Panzer hat. Was ich jetzt zum Glück hatte, dass man da auch wieder zurückkommt. So. Hör auf, mir auf den Sack zu gehen. Bowser Junior. Ach, geht er ja noch gar nicht in den Panzer? Okay, ich konnte mich daran erinnern, dass er irgendwann nochmal in den Panzer reingeht. Aber das ist jetzt anscheinend noch nicht der Fall. Und ich werde auch keine Stampfattacke einsetzen bei Bowser Junior, weil er mit einer Stampfattacke 2 Leben abgezogen bekommt. Ich möchte das natürlich ein bisschen schwieriger machen. Ich meine, die Kämpfe sind jetzt nicht das Allerschwerste. Kann man schon mal machen. So. Alles klar. Ich denke, es ist ein perfekter Zeitpunkt. Nicht nur, weil wir gespeichert haben, sondern auch, weil wir gerade 23 Minuten im Part sind. Das ist ein perfekter Zeitpunkt, um den Part zu beenden. Ich bedanke mich bis hierhin fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt genauso Bock auf das Projekt wie ich. Mal schauen, was mit Hyrule Warriors wird. Ich hoffe, ich kriege das so langsam mal hin. Wie auch immer. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis demnächst und ciao.